Ja, Big Lumber Pearl. Ist halt die erste. Das ist halt der Wald, ne, wieder. Ja, nee. Keine Ahnung. Wir können die Rennstrecke machen. Zwei Sterne, das passt. Ja, mach mal die Rennstrecke. Ja. Let's go. Spieleroption, glaube ich, musst du machen, oder? Startvorteil aus. Und ich guck mal rein. Kannst du was machen? Nee, da kannst du nichts machen. Okay, da musst du mal weiter drücken. Meine Freunde macht, man kann das einstellen. Mit der Lebenssteuerung. Wahrscheinlich musst du weitergehen nochmal. Eins weiter nochmal, habe ich dann. Von euch benutzt jetzt keiner Joy-Cons, oder? Nein, ich hab Pro-Kontrolle. Ich hab Joy-Cons. Oh shit. Also ich hab Handheld. Aber normalerweise müsst du das Spiel ja erkennen, sobald einer... Ich spiele Handheld. Ah, okay. Aber normalerweise müsste das... Ja doch, da kannst du ausstellen. Okay. 10 Runden, 90 Minuten. Kannst du? Ja, da ist Bewegungsspiel. Oh. 1,5 Stunden dauert eine Runde. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Gut, wir kennen die Minispiele nicht. 150 Minuten? Boah, habt ihr bis 10:30 theoretisch Zeit? Ich ja. Jo, kein Problem. Ja. Ich hab bis 11:30 Zeit, aber dann muss ich wirklich gehen. Also, 11:30 ja, bis 11:30 soll das nicht gehen. Okay, dann machen wir das so. Bonussterne? Ja, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich lasse die mal drin. Ich am Ende wieder Gambling. Ja. Bewegungsminispiele, ja, das sind die Joy-Con-Dinger, die mache ich aus. Mich wundert es, dass man das anhaben kann, obwohl man mit einem Pro-Controller spielt. Oder kann man die auch mit einem Pro-Controller spielen? Die Bewegungsstörung? Nee, das geht nicht. Okay. Das ist aber cool. Obwohl der eigentlich, der hat ja diese Funktion eigentlich, ich verstehe das auch nicht. Ja, der Joy-Con ist da nochmal so ein bisschen. Der hat nochmal irgend so eine extra Funktion. Ja, der ist präziser, glaube ich. Das auch, ja. Der hat da noch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht mehr was genau, aber der hat da nochmal so eine. Irgendwas Spezielles drin. Vielleicht weiß es jemand im Chat. Ja, ich hab ewig Zeit, aber die anderen vielleicht nicht, Thomas. Ja, ich muss morgen arbeiten. Ja. Ich auch. Muss am Münster morgens, ich muss um 5 Uhr aufstehen. Ich denke mal 150 Minuten passt. Ja, bis ja, ist okay. 22:30. 10 Minuten, 10 Runden 90 Minuten, das glaube ich nicht. Ja. Komm, willkommen! Hier wird der Superstar gekürt. Ja, mach mal die Erklärung an. Ja, wäre gut. Ich erkläre alles, okay? Diese wunderschöne Rennpiste werdet ihr mit flinken Flitzern befahren. Sterne könnt ihr nur an diesen beiden Orten hier erhalten. Alle anderen Felder können nicht zu Sternenfelder werden. Okay, der ist fest, dann ist was gut. Der erste Stern wird auf dem hinteren Abschnitt platziert, der nächste Stern dann vorn auf der Alternativroute. Und hier ist der Würfelstand. Hier gibt's für nur 10 Münzen einen vollen Tank Würfel-Items. Und dies sind Boliden-Katapulte. Landet drauf, um ans andere Ende des Motodroms befördert zu werden. Das ist der Tauschomat. Wenn jemand auf einem Feld davor landet... Hallo. Tauschen sich die Felder. Tauschen okay. Boliden-Katapulte und Itemläden 2 Runden lang die Plätze. Das ist interessant. Wenn ihr durch den Zielbogen fahrt, und so eine Runde abschließt, erhaltet ihr einen Rundenbonus von 10 Münzen. Okay. Der zweiten Runde 20 Münzen, okay. Und so weiter und so weiter, also irgendwann 50 Münzen oder was. Ja, dabei durchaus länger spielen? Kann das durchaus sein? Welche Route wählen die Fahrer wohl und wie viele Runden schaffen sie? Das wird ein spannendes Rennen. Okay, zur Reihenfolge. Brauchen wir eins. Natürlich! Nice, Colossio. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das weiß man nicht, ne? Dann mal los! Und der erste Stern ist da. Ja, der bleibt doch immer da jetzt, oder habe ich das falsch verstanden? Genau, sobald der wahrscheinlich... Also wenn er eingesammelt wurde, dann erscheint er wahrscheinlich unten. Ja, so genau, dann geht er wieder zurück danach. Genau, also immer hin und her, so hab ich's verstanden. Ja. Legen wir los! Viel Glück!
Let's go. Könnte ganz cool sein, die Map. Das ist auf jeden Fall speziell, oder? Und ich bin gespannt. Okay, würfeln ist um. Oh, würfeln ist nicht mit A. Ey, was ja. Macht sich Nintendo? Er hat mich auch gerade verwirrt. Oh, ich hab grad mit A gewürfelt. Ja, ich kann. Oh, dann geht das Bild vielleicht auch. Es geht hier ab. Schau, die ganze Münzen. Ist das bodenlos? Das war ein Item, das kann ich einsetzen wahrscheinlich dann später, okay? Ja, okay, mit A kann man würfeln. Ja, 10. Mit 10. Mit 2. Oh, das geht ab. Sebastian Vettel hier. Gut aus. Oha, was? Vierer Würfel. Was ist das? Der wird bald. Ich nehme erstmal den. Dann war das vielleicht gar nicht so gut, weil ich jetzt halt am Item dann vorbei bin am Anfang. Ja. Was ist das denn jetzt? Ah, Schleichwürfel, okay. Alles verbutzt. Yoshi. Okay, man kann auch mit A würfeln. Wäre so dreist gewesen, wenn so A so die Item-Nutzung gewesen wäre. Das Ding ja, ist, komm, das steht bei Andi kann das ja vielleicht anders da, weil die mit den Joy-Con spielen. Oh, das kann sein, ja. Nee, ich hab's jetzt auch gewechselt. Okay. Ich bin bei 2 bis 4 Würfen deine Würfanzahl. Hörbar, der Pilz halt einfach nur plus 5. Ich finde es cool, dass der Dialog angepasst ist auf Bowser. Oh, hab ich gerade gar nicht gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Oder Untertänigkeit und so. Ja, das witzig. Guck mal, Andi bekommt einfach dasselbe. Ich? Ich bringe noch die gleichen Items. Ja. Ja. Minispiel! Ich mag die neue Sprecherin nicht. Ja. Das war ein Schild. Zeig mal, was ihr könnt. Let's go. Erstmal muss ich gucken, wo ich bin. Was muss ich machen? Einfach nur rollen. Einfach nur rollen und du darfst nicht angefangen werden. So ein Minispiel gab es, glaube ich, in Mario Part. Mario Part 4, oder? Oder 3? Ach, dieses 4 oder 5? Ich weiß es nicht. 4 oder 5, dieses Game-Spiel, okay. Und du musst uns quasi greifen. Ja, alles klar. Wir müssen doch mal bereit machen. Ich bin ready. Ja, genau. Stimmt, kommt da auch nach der Zeit so. Hey, bereit. So ein Ton. Wir haben Count und Butter, ja. Sorry. Das sind ganz viele Shy Guys, ne? Willst du nicht Shy Guys fangen? Als Shy Guy? Ja. Der Scheiger ist cool, ne? Ja. Na, was? Okay. Ja, toll, jetzt bin ich alleine, Andi. Du richtest das. Ich hab nicht gedacht, dass der Greifer mich nur noch erwischt. Ich hätte gesagt, auch nicht. Du hast abnormal viel Zeit. Ja, krass. Ist eigentlich ganz gut, wenn du hier eine Runde nach vorne kommst. Ja, nein! Als ob! Schade. Ich hatte Unterstützung von den Shy Guys. Das stimmt, ja. Nächste Runde! Okay, ja. Ich spreche, das ist echt komisch. Ja. Aber passt schon. Die Idee ist irgendwie so voll kindlich gemacht. Ja. Hätte nicht sein müssen. Das ist so Nintendo-like. Und man kann A gedrückt halten beim Würfeln, dann wird es spannender und es kommt eine 1 raus. Einfach Würfelglück. Hast du versehen für deinen Sieg?
Unglaublich! Ja, okay, ich weiß nicht, was ich nichts sagen soll, ne? 20 Münzen. Was für ein Scam. Ja, ich schon. Das erstmal einen rein, ey. Nein. Wann gibt's versteckte Blöcke auf roten Feldern? Ja, denke ich mir auch. Stimmt, ja. Hat man auch noch belohnt, dass man auf dem roten Feld kommt jetzt. Das ist echt komisch. Oh mein Gott. Echt? Ab 18, was Dirk da gerade schreibt? Glaub ich nicht. 18, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sehe ich nicht in dem Spiel. Das ist nicht ab 18. Ich bin bei 2 bis 4 Würfen. Also es ist Peggy 3, also es ist nicht ab 18. Ja, okay. Dann können wir weiterspielen. Ich glaube, dieser Pilz, der dieses Item geht länger. Geht über 2 bis 4 Runden, glaube ich. Ja, mal gucken. Ich hab's einfach mal gekauft. Und ja, kauft euch das. Dein Geld zum Fenster rauf. Kauft euch das Spiel auf jeden Fall im Laden. Oder halt auf Amazon. Außer ihr wollt es halt direkt. Mit dem Nintendo-Ticket da, mit dem Nintendo-Ticket raus. Ja. Drei Spiele. Ja, hab ich gemacht. Hab ich auch gemacht. Echoes of Wisdom und Jamboree. Mhm. Dann geht's auch. Ja. Was passiert hier? Jetzt? Okay. Nichts Gutes. Geht nicht so gut aus. Sollte eigentlich im Spaceland sein. Oder? Ja, der jagen sich am Stein vorbei. Boah. Toll. Das ist mies. So. Ah, gut, ich hätte eh kein Geld dafür. Stimmt, ja. So wieder gegen Kalas, ja. Ja, ich erkenne ein System. Kern umpacken wäre cool. Ja, das geht halt schlecht. Ich guck gleich mal, ob die wirklich stört. Bewegen. Okay, ich muss wieder einen Schalter bedienen. Okay, das ist. So oh, man fliegt raus, wenn man diese Dinger berührt. Das Spiel sieht cool aus. Ja. Okay, und ich mach hier. Sieht so ein bisschen nach Mario Maker aus, oder? Du musst doch nur springen. Let's go. Alles klar. Scheiße. Ach man, ich kann da nicht mehr weg. Ich fühle mich so machtlos. Okay, das war gut. Andi, komm, bitte. Aber Andi rettet. Ja. Gut gemacht, Andi. Nice, Honey. Anja kann das ja nicht zweimal gewinnen lassen. Nee. Nein. Fühle ich mich auch unwohl. Nächste Runde. Kommt er wieder weit. Let's go. Gucken, wo der nächste Block ist. Oh, Hani hat sich schon den pinken Yoshi gegönnt. Der war in meiner... Kann ich mal auf ein normales Feld kommen? Ja. Also, ich glaube, ich habe mich gerade selber zerstört damit. Ah ne, du wirst dafür weggeschossen. Das ist ja nicht mehr gerade drin. Hin, dahin? Okay. Kommt ein blaues Feld. Chillig. Let's go, Tode. Finde ich gut. Und da komme ich auf dem blauen Feld, da komme ich auf ein Item, aber ich muss halt zum Stern. Und Yannick, danke für deine 10er-Serie. Und ja, guten Abend an alle im Stream. Würfel mal normal. Nur dabei. Oh, jetzt dürft ihr gleich alle gegen mich spielen.
Also wir kriegen kein Vierer-Minispiel, glaube ich, heute. Mal die Sprachausgabe wechseln, das weiß ich nicht. Aber vielleicht im verpissigen Haus, Info-Haus. Voll, eine 4. Arme Hanni. Nur noch 41 Felder bis zum Stern, Hanni. Du kriegst gleich Bonusmünzen. Ja, wir müssen das jetzt gewinnen. Wieder 1 gegen 3. Uns. Oh, die Hämmer nach Gespür. Aber es ist ein Bonus-Minispiel. Ja, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. So, was müssen wir machen? Ah, was ist ein Glücksspiel? Das ist echt cool. Aber was müssen wir machen, hä? Ich muss den Knopf drücken, ich verstecke mich dann und dann... Ah, okay. Oh, das aber ist ein rein... Die Einzelspieler verstecken sich und das Team hämmert auf gut Glück los. Also sollten wir es theoretisch absprechen, damit wir unterschiedliche nehmen? Sehr Betrug. Ja. Ja, ja, wissen wir ja. Ja, anders geht's ja nicht. Aber es ist... Ey, guck mal, ist sehr bescheuert, das ist... Ja, super. Das ist eine Chance von 1 zu 4, dass ich gewinne. Also ich drücke immer oben, okay? Okay, ich mach links. Nicht immer. Ja, der kann ja auch mal woanders hingehen. Wo geht Anni, wo gehst du hin? Wo geht Hanni hin? Das sagen wir nicht. Also ich gehe nach links, ich gehe links. Gelb. Wieso hast du gerade oben gesagt? Aber wir sollen sich sagen, wo. Okay. Oh, jetzt. Ja. Habe ich jetzt verloren direkt? Oder habe ich mehrere Leben? Ich hab drei Leben. Ich hab drei Leben, okay. Oh, wo geht ihr hin? Das ist doch nur drei Runden. Ja, sag ich nicht. Du musst erst auswählen. Achso, ja, aber ihr seht das ja nicht. Nee, du musst uns das sagen. Ich greif lila. Das ist doch bescheuert. Ich geh unten. Nice. Nee. Das ist doch bescheuert, das Spiel! Wer ist denn jetzt auf lila? Panik, ne? Ja, aber wenn du jetzt gewinnst, hä, das... Dann hast du gewonnen, glaube ich. Stimmt, ich muss... Ja gut, wenn ich nur einmal überleben muss... Trotzdem Glücksspiel. Ich bleibe auf lila. Ich geh nach rechts. Okay, ich nehm okay, nicht gelb. Dann nehm ich mach gut. Du gelb, mach du gelb. Natürlich bleibt Tanja auf Lila, natürlich bleibt sie auf den Lila. Natürlich bleibt sie auf Lila. Oh. Ey, das ist bescheuert. Gewonnen! Es hat sich nicht so fair angefühlt für Andi, glaube ich. Es müsste so sein, dass ich erst später das aussuchen kann. So, dass ich quasi eure Absprachen mitbekomme. Das wäre für uns unfair. Nö. Da könnten wir uns gar nicht absprechen, weil dann wüsste ja, wo wir ausgehört haben. Genau, dann müssten wir das geheim machen, dann wäre es echt random. Das wäre ganz gut, ja, stimmt. Okay. Wenn man jetzt mit Randoms online spielt, ist die Chance natürlich größer, dass da zwei Leute das gleiche wählen. Wo ist der Stern in der Richtung, ne? Wer spielt schon mit Randoms? Kannst du auf die Karte gucken? Ja, wo ich bin. Ja. Kann er, ja. Aber das ist ja da. Aber wenn Mietschaft den jetzt nimmt, dann geht er unten lang, der Stern. Wahrscheinlich. Ja. Aber mein Glück bekomme ich den nicht. Oh. Das ist so wie das Fester-Spiel, oder? Oh, einfach Memory. Oha. Memory kann ich gar nicht. Ich auch nicht, oh mein Gott. Ja, die Goldwürfe sind, glaube ich, die geilsten. Da gibt man, glaube ich, auch Geld dann, ne, oder so. Hä? Ach so, okay. Das erste Aufdecken. Ich dachte, man hat nur einen Versuch. Also dachte ich auch, so. Komm, ich setz mein Würfelein auf. Machen wir mal sicher hier. Ja, bekommst du auch eine 4. Ja, wahrscheinlich krieg ich den Stern nicht. Also bei meinem Einsen. Glück krieg ich den nicht. Ja, okay, ja, sehr gut. Ja, ja, moin. Ja,
Weißt du denn? Okay, gut. Ja. Ich frag mich, wie oft man auf Nein drücken kann. Nein. Dass man, ich weiß auch nicht. Oder dass man den Typen auch. Noch nie passiert. Probier's gerne aus. Ich weiß nicht. Ah, jetzt ist der da unten auf der Bahn. Okay, ah, der genau. Der im Boxenstopp oder was? Ach nee, da. Nee, okay. Ich glaube, die zwei Felder davor, die hauen einen irgendwie weg, oder? Bei Superstars musste man dreimal auf Nein drücken, ne? Ja. Ah, oh, ich habe nicht genügend Münzen. Okay. Glücksfeld! Plus 15. Oh. Wow. Oh, ich habe ja meinen Pilzkupon. Bin gespannt, ob der die Wirkung auch wieder komplett aufhebt. So lame finde ich Spannschloss, ne? Ich würde es okay finden, wenn man dann normal würfeln könnte. Aber wenn ich jetzt ja, dann trotzdem, okay, wenn ich dann trotzdem meine Pluspunkte bekomme, dann finde ich es ein bisschen komisch. Wieso ich? Weil du am meisten Münzen hast. Was drücke ganz oft? Ach so, bringt das jetzt was? Das Drücken wahrscheinlich nicht, oder? Ein bisschen was schon. Oh, es gibt eine Fortschrittsanzeige. Gut, die gab's schon immer. Echt? Ich kann die gar nicht. Hätte man da auch einen Stern klauen beim Buhu? Doch, ja. Scheiße. Warum kommt denn jetzt Schadensteil? Oh Gott. Da habe ich immer ganz viel Pech. Na gut, ich das bin auf Stern dem weg. Vierten Platz, von daher. Mach irgendwas mit Yoshi. Macht ohne Shy Guy. Oh Gott. Oh. Ah, toll. Mein Stern ist weg. Macht mit Shy Guy. Mit 100. Und Yoshi. Oh ja, 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 ja. Ah. Okay, ja. Fair. Da ist Bowser ganz böse. Ich will jetzt mal ein normales, wenn ich spiele, ja, vielleicht. Ja. Oh krass, die gibt's auch. Double Trampolin. Ah lol, das sind die aus 3D World. Hä? Was ist das Ziel? Ja. Ach so, ah, ich hab's kapiert. Alles klar. Einfach nicht getroffen werden. Okay. Ja, easy. Let's go. Gott. Oh, nice. Oh, die ändert sich. Oha, die wächst in Richtung. Nice. Oh mein Gott. Ich wäre auch, glaube ich, fast los. Oh, nice. Bowser hat eine größere Hitbox. Ist das so? Also. Das kann echt sein, ja. Halt dann richtig fies. Oh, ein Partner. Danke, Kong. Ich will Donkey Kong. Ist auf ein zufälliges Feld gesetzt. Okay. Oh, man kann zwei Sterne haben. Oha. Ja, aber wo ist der jetzt? Hey, was stand da? Der steht da, okay. Oh, der ist wirklich vor Honey. Ich will Donkey Kong. So. Okay, ich stehe da nicht so gut. Und die Items, was waren das? 10er Münzenfalle. Okay, hier ist gerade keiner. Und was ist das? Und das andere war der Doppelwürfel, ne? Ja.
Ja, alles klar. Okay, dann würfel ich erstmal nochmal. Ding ist, ich muss bei ihm klauen. Weil er kommt auch noch zum Bogen, klaut ihm den Stern. Stimmt, ja. Glaube ich nicht, dass er sowas macht. Safe nicht. Ich geh nochmal 20 Münzen oder so. Jetzt werden hier Pakte geschlossen. Ich glaube, Maschen bringt schon so ein bisschen was. Ja, bis der Balken voll ist. Ich kann, glaube ich, relativ schnell drücken und irgendwann 10 irgendwas. Also, ich hätte gedacht, 10 ist das Maximum, aber dann geht auch weniger. Jetzt bin ich gespannt, was mir der Coupon bringt. Und du wirst einen normalen Pilz. Ah, okay. Der Effekt des Schleichwürfels wurde durch dieses Item neutralisiert. Okay, neutralisiert? Okay. Das heißt, ich kann jetzt. Neutralisiert. Das ist nicht neutralisiert, tut mir leid. Das ist falsch. Sicher ist es neutralisiert. Das einfach überschrieben ist das. Ja, überschrieben. Neutralisiert wäre ja, wenn jetzt nicht dieses Plus für normaler Würfel da wäre. Genau. Genau. Ah ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Erfolg erzielt, mein erster Stern. Juhu! Ist der wieder da? Bei Cardassia, ne? Ja, aber ich glaube, Cardassia ist genau gerade vorbeigefahren. Oh ja. Nein, das nicht. Nein, ich bin ein Bild dahinter. Ja, so ungefähr. Boah, das macht so viel Spaß, das Spiel. Ist jetzt auch irgendjemanden beklauen? Ja, gut, Hani hat die meisten Münzen. Hani, jetzt geht's gegen dich. Du hast zu viel geklaut. Und Hani bekommt gleich einen Partner. Vielleicht. Wahrscheinlich. Wir sind auch kurz hinter ihr, ne? Ja. Ja. Das stimmt, kann das ja noch. Würfel, dann überholen wir sie. Und wenn wir dann auch nicht schlecht würfeln, die ganze Zeit gut wissen. Das stimmt, ja. Kann das jetzt nur so weit weg. So, wie Bowser mal rumbrüllt. Ja, das. Nee, das funktioniert eh nicht. Hast du überhaupt ein Item? Nee, ne? Ja. Ich bräuchte mal ein Item, mit dem man rückwärts fahren kann. Das sind einfach zwei Bowser-Felder hintereinander. Aber. Da oben ist wahrscheinlich ein Shop, oder? Ich weiß nicht mehr genau, was man da machen kann. Ich glaube, da kommt man die Felder wechseln, also dass die tauschen. Okay. Ja. Ein Launchball. Ein normales Minispiel. Noch nie nichts mit merken. Oh nein. Ballbilder. Dann Fragen beantworten. Ach du Scheiße. Nee, es ist doch was mit merken. Schau mal. Vielleicht muss man ich fand sowas nicht. Ne. Von wem war weniger? Weniger. Aber man muss einfach. Ah, okay, man muss einfach aufs Feld gehen. Okay. Hey, kann man da nicht einfach abgucken? Ah, okay, wenn man langsamer ist, dann kriegt man weniger Punkte. Genau, ja. Okay, alles klar. Hab's verstanden. Ich kann sowas nicht. Das ist schon mal genau, gut. Verstanden hab ich's auch, aber ich kann's nicht. Oh mein Gott. Ist
Crossbow, einfach zu. Ja, genau, kommen jetzt noch mehr Toads wahrscheinlich. Ja, ich denke, es wird auch schwerer. Ne, wieder drei. Oder? Ne, doch, doch wieder drei, ja. Hä? Die zeigen es weniger. Ja, die zeigen es viel weniger. Und das sind auch ganz unterschiedliche Sachen, glaube ich, jetzt, ja. Ja. Oh mein Gott. Oh, was? Keine Ahnung. Oh, ich weiß auch nicht. Ich hab einfach hinten nachgemacht. Nein, ich bin ja mehr. Ich hab einfach nur an die Hand gemacht. Ja. So wie alle anderen auch. Letzte Runde. Schau genau. Wieder verschieben. Auch noch dasselbe wie eben, glaube ich. Ah, nicht dabei. Ja, okay. Oh, ich bin auch super schlecht. Und Hanni am Gleichstand. Kriegen ja, wir beide jetzt Geld, ja, ne? Ja. Mhm. Wahrscheinlich beide 10, oder? Oh, ja, ach, Mann. Ich kann sowas eigentlich gar nicht, ne? Ich bin hier, danke Kong. Oh, der arme Cardassia ist immer noch da oben. Und ein Feld hinter Stern. Das ist bitter. Kann ich nicht irgendwie rückwärts fahren? Wäre witzig, ja, wenn's so ein Item geben würde. Kannst du die vor dem Stern auch platzieren? Oder musst du dich da entscheiden? Das Feld kann ich jetzt vor oder hinter den Stern legen. Also nur in Richtung nach vor dir werfen und nicht zurückwerfen wieder auf den Tag. Achso, das Rückwerfen mache ich. Also ich lege das mal dahin. Ah doch, er kann es zurückwerfen. Ah, okay. Ja, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Boah, auf dem roten Feld ist ja richtig mies. Das hat noch einen Doppelwürfel. Weit hinten ist ja, er jetzt auch nicht. Und jetzt wird er wieder weggeschossen irgendwo anders hin. Vielleicht ein Feld vor dem Stern? Okay, du bist in die andere Richtung geflogen. Zu uns, glaube ich. Hm. Ja. Okay, so weit. So ich weit. Bin ja richtig bei mir. Da stehe ich auch. So krass, woanders kommt man gar nicht. Davor. Nee. Boah, stark. Auf Bowser, oder? Ja. Oh yeah. Ja, aber Bowser spielt doch mit. Da ist ja dieser komische andere Bowser. Ach der so, ja. Wandelte. Ich verstehe, ja. Komm, ich bin gespannt, was auf mein Feld erwartet. Schauen wir doch mal. Alle Spieler verlieren 10 Münzen, gönn. Wie Toadette zittert. Ey, ja. Was ist das denn? Ich hab den Neo gemacht. Das hat Leo gestern auch die ganze Zeit gemacht. Vielleicht wieso müssen alle oder? Mit dir bleiben? Frechheit, Frechheit. Perfekt. Ist okay. Kann ich mit leben. Yoshi. Das Ding ist, Cardassia ist jetzt am Buu vorbei, deswegen in den Feld da. Oh, stimmt, ja. Er kann das ja nur Pech. Ich geh hier lang. Da wär ich auch lang, die Leute. Oh, kein Minispiel. Was ist das denn? Ich brauch das doch nicht. Ich glaub, Cardassia hat eben gewürfelt und dann hat er ein Minispiel bekommen. Ich glaub, man kann da ein Minispiel auch würfeln. Genau, ja. Achso, das war ja. Ja, ich. Ja. Ja, toll. Und weg mit Honey. Oh nein. Oder auch nicht? Nee, das ist doch kein Ereignisfeld. Ach so. Das ist so ein Feld, wo man drauf landet, wenn man.
euch mit an. Let's go. Roto Rechenbrill. Oh, doppelte Münzen plus Münzgame. Im Mund. Okay, Münzen sammeln mit dem richtigen Dreher. Jeder, der den Schalter fühlt, ein Viertel Drehung hinzu. Was? Okay. Okay, das muss ich einmal sehen. Wie bist du wieder zurückgegangen, Michos? Einfach A wieder gedrückt. Okay. A gedrückt. Okay, das dreht sich immer so viele Leute, die auf den Schalter sind, und so oft dreht sich das am Ende. Okay. Okay, und. Nein, du darfst nicht so oft springen, bringt nichts. Was am Ende da drauf ist, halt dann, ist halt dann RNG, ne? Okay, okay, das habt ihr jetzt, genau. Jetzt. Oh, das ist gemein. Ja, jetzt hat sich zweimal gedreht. Okay. Ja. Okay. Ja, wir müssen das halt perfekt timen, wenn die da draufstehen, ne? Ja. Das ist ein bisschen kacke. Warte, wenn. Ich geh nicht drauf. Okay, nice, nein. Nice, nice. Nein! Nein. Gut gemacht, Andi. Das ist witzig. Das Spiel ist echt gut, da muss man ein bisschen nachdenken. Finde ich gut. Und reagieren. Andi, geht drauf. Oh nein, scheiße. Nein. Oh, doch, doch. Ah ne, ist scheiße. Das ist gut, gut, das ist gut, ja, nein, sehr gut. Nein. Schade. Runde 3. Oh Gott. Hm. Das ist schwierig. Ist gut, wenn einer drauf steht. Ich gehe nicht drauf. Okay. Ach komm. Nice. Komm mal. Das Spiel ist lustig, das ist geil. Das ist echt gut. Nice, Andi. Gut. Sauber. Was für ein Dreck. Bin gespannt, ob jetzt noch so. So ey, das Spiel ist echt geil. Das war Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Warum gehst du wieder runter? Das Witzige ist, Galassia hat wahrscheinlich gedacht, okay, Honey geht auch drauf. Ja. Ich hatte einen Plan, er hat nicht funktioniert. Bleib drauf. Oh, shit. Danke. Nein, schade. Von dir haben wir jetzt eine, ne? Six. Nein. Ah, passt. Kriegt man die Münzen, die da jetzt stehen, oder ist es, geht's nur darum, wer gewinnt? Die kriegt man da. Wir kriegen die Münzen, die da stehen, ja. Okay, alles klar. Oh. Warum konnte ich nicht da drauf springen? Das war ein bisschen blöd für uns. Nee. Ja, da kommt ja, das war voll echt blöd. Also, wir konnten das gar nicht gewinnen. Wir konnten eigentlich, nur verhindern, wir konnten eigentlich nur verhindern, dass die 7 nicht bekommen. Ja, aber Anja und ich haben das schon auch gut gemacht. Ja. Das Spiel ist echt gut, das finde ich gut. Aber am Ende hattet ihr keine Chance, das war unfair, das stand echt schlecht. Ja, im Endeffekt 16-20, das ist. Ja, das ist aber einfach, wenn du das Spiel spielst, dann checkst du das. Wenn du das spielst, dann checkst du das ganz schnell eigentlich. Ja, jetzt muss jetzt einer zu dem kommen, sonst ist der weg. Ja. Okay, kann ich irgendwas Gutes machen? Okay. Kannst du einen Doppelwürfel einsetzen? Kann ich das Spiel auf Wasser sehen? Ja, alles klar. Ja, stimmt, Doppelwürfel. Ich will auf das Browser treten. Jetzt wieder 20 kommt er nicht zum Stern, Neo. Sei ehrlich, das dauert niemals bis halb elf die Runde. Nee. Weil die Zeitangabe, die da steht, die ist komplett dumm. Wahrscheinlich für Noobs, die sich alle Spielregeln durchlesen, alles einmal üben. Ja, weil wir haben erst Runde 7, also. Wir spielen aber auch erst eine halbe Stunde oder so. Ja, wir haben ja später als 20 Uhr angefangen. Ja. Danach oder so.
Boah, drei Schaden. Er ist gut auf der Map. Damit kann ich arbeiten. Oh ja. Boah, bitte keine Eins. Bitte keine Eins. Eins. Ne Fall. Oh, warum wirf ich nur so eine Kacke die ganze Zeit? Ich fahr hier rein. Ah, ne, doch nicht. Kriegst du ein 1 gegen 3, wenn ich spiele? Was? Ah, diese Münzding da, okay. Ja, dann nehme ich nochmal meine Pilzkarte. Die Pilzkarte ist ja dann extrem gut. Ja, die ist echt gut, du kannst halt zweimal einsetzen. Zwei bis du viermal. Wahrscheinlich, du kriegst wahrscheinlich den Donkey Kong sogar, ne? Wie geht das? Ich hoffe. Ich glaube, ja, jetzt ist das Item weg, glaube ich. Na, okay, oh. Kriegst du nicht. Bitte? Oder? Erstmal krieg ich 10 Münzen, aber ich... Ja, ich glaube, der ist ein bisschen weiter weg. Kann reichen. Oh, ein nö. Das ist ärgerlich. Ein Donkey Kong. Anni kann ihn kriegen. Ja, aber nur wenn ich hochwürfe. Bräuchte eine 6. Das geht ja. Eine 4. Natürlich. Schade. Ja, dann ist er weg. Ja, sie gibt ein Spiel, guck. Ja, stimmt. Ja. Und Fennec, guten Abend. Und guten Abend an alle, die da sind. Die Wahl zu stoppen. Ja, wie funktioniert das? Hä? Ist so eine Art Labyrinth-Spiel. Ah, der geht dann immer runter, jetzt hoch, genau. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Ich hab's auch nicht verstanden. Na, jetzt hab ich's verstanden. Es geht immer einmal runter und dann hoch. Es geht immer die gegenseitige Richtung, wo es vorher war. No. Minispiel! Minispiel! Geht alle gegen alle. Alle gegen Anni. Das ist mal hoffentlich ein faires Spiel. Lätzchenpanik. Lätzchenpanik. Was bin ich? Ah, okay, ich bin der Stern. Handy ist Bowser. Ich möglichst viele Viereck. Plätzchen aus. Kardassia ist der Pilz. Ah. Ich muss das machen. Ich muss den Stern machen, Leute. Yes. Ah, alles klar. Okay. Einfach so. Ja. Ach so. Oh. Verstehe. Okay. Verstehe. Ja, verstehe. Okay, ja. Easy. Das schaffen wir. Ich bin wieder der Stern, ne? Wahrscheinlich. Ihr müsst euch halt nur auf 1 konzentrieren. Bleibt gleich. 3. Ja. 2. Ja. Ah, die hat sich... Och, Mann. Sorry. Ah, die ist so schnell, ne? Wir haben keine Chance. Ich müsste schon immer nur gewonnen. auf ein Plätzchen konzentrieren. Oder? Ja, wir haben gewonnen, okay. Nee, wir haben gewonnen. Ja, das ist ja voll unfair, das Spiel. Ihr könnt halt sofort reagieren. Ich muss halt immer gucken, was ist. Ich finde auch ganz einfach. Und ihr müsst immer nur auf eins reagieren, das ist. Ja, das wieder ist unfair. Unfair für den Einspieler. Gut, die Entwickler dachten sich, ja, bestimmt ist irgendein Volldödel dabei, der es nicht oh, kann. Oh nein, der bleibt! Nee, der geht jetzt. Und tschüss. Oh nein, er ist weg. Ein Donkey Kong für Honey. Na, ja. Ich hätte ihn jetzt eh nicht mehr bekommen. Da oben, ist egal, glaube ich, was ich mache. Selbst wenn du das Button-Mapping kannst, selbst dann hast du einen Nachteil. Und ab geht's. Yay. Also die Schleichwaffen okay. Sind hier sehr beliebt. Voll mein Ding.
Yoshi. Ah, keine Ahnung, nee. Frag mich, ob das Aufladen wirklich was bringt. Wunschzahl würfeln. Ui. Hältst nur an Weggabelungen an. Was heißt das? Dass du nur an Weggabelungen anhältst. Hä? Dann fährst du am Stern vorbei. So viel heißt das. Echt? Okay, und ja, denke ich mal, weil wenn da nur an Weggabelung steht, dann fährst du am Stern vorbei. Und dann nee, dann kann ich wählen, wo ich lang ich gehe. Dachte ich. So hätte ich das jetzt aber Weggabelung. Du hältst doch sowieso nie an, wenn du würfelst. Dann gehst du doch immer zur maximalen Zahl. Ich verstehe das nicht. Nein, die Weggabelung ist, wo man den Weg auswählt, Leute. Man kann ja oben den Weg auswählen. Wo ach so, und dann stoppt er. Dann stoppt der. Ja, aber sonst stoppt er wahrscheinlich gar nicht. Denke ich. Okay. Okay, also Buhu lässt er aus, Laden lässt er aus, Stern lässt er aus, sowas. Ja, dann lässt alles aus. Nimm ich den ja. Okay. Das wäre jetzt nicht so geil, ja. Vor allem 2 bis 4 Würfel. Man kriegt immer 5. Ja, das kannst du gar nicht kontrollieren. Du kriegst halt immer 5. So. Ja. Plus 10 ist halt garantiert. Und beim Doppelwürfel kriegt man halt nur einmal eine Zahl zwischen 1 und 10. Also. Doppelwürfel ist schlechter als die Silber-Coupon. Definitiv, ja. Ach komm. Ja, toll. Och, Andi. Ja, 7. Da ja, waren wir schon mal ein bisschen besser als der letzte. Andi kann sich jetzt alles leisten. Oh, der ist doch ein bisschen teurer als der Doppelwürfel. Ah, ja. Coupon? Ja, aber. Ja, doch eine Münze. Nur eine Münze, Alter, aber das ist halt was nichts. Ist deine Münze? Oh, Hanni hat glaube ich schon 9 Würfel gekauft, ja. Ja. Und Clean for Queen, danke dir für deinen Sub im 15. Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. Und einen wunderschönen guten Abend. Risiko, ne? Andi kann theoretisch einen Steinreich auch holen. Der ist vor dir dran, glaube ich, ne? Oder der nach dir. Ja, ich kann halt maximal. Ich kann halt maximal 15 laufen. Und ich habe noch 2 Flugpilze. Aber ich kann verstehen, warum Hanni überlegt. Ja. Weil wenn sie jetzt da geht und dann jemand anders geht, den Stern, dann ist bitter, dann muss sie wieder eine komplette Runde. Oh ja. Es wäre halt nur Blut. So viel. Ja, 12 Felder für Blut. Es theoretisch kann er in die nächste Runde. Ich brauche halt nur eine 7 dann. Ja. Ich riskiere es. Ich hätte auch riskiert wahrscheinlich. Minispiel. Go. Ach, Panorama. Ist das ein Merkspiel? Ich glaube, das kenne ich. Das habe ich im Story Mode, glaube ich, gespielt. Ja. Ach, ein Foto, das möglichst exakt so aussieht wie die Vorgabe. Ah, das kann ich nicht. Wo ist denn die Vorgabe? Ja, ach, da unten. Okay. Ja, man muss das in der Mitte. Ja, okay. Genau, du musst erstmal suchen. Ach, man muss sogar den Ausschnitt richtig wählen, deshalb Zoom, okay. Ja. Aber es zählt nicht, wer der schnellste ist, oder? Ich glaub nicht, ne. Doch, weiß ich nicht. Was ist mit dem? Oh, der Entwickler kann auch das. Der soll nicht drin, der soll nicht drin sein, wahrscheinlich, ja. Ne? Ja, gibt weniger Punkte wahrscheinlich. Ja. Doch, es zählt der Dingsbums. Aber warum hat Hanni komplett verkackt? Weil es zählt nicht die Zeit. Also, man muss. Ja, aber Hanni hat gerade komplett verkackt, obwohl das ja eigentlich nicht. Du hast 30 Sekunden. Ich hatte nicht reingezoomt. Ach so, das macht man so muss Platz, das perfekt okay. Haben, das gibt mehr Punkte. Egal wie lange man dafür braucht. Runde 1. Okay, jetzt das Bild mit dem Eiswagen. Wo ist der denn? Ja.
mein Gott, das muss perfekt sein einfach, ne? Ja, richtig stressig. Das Gebiet mit grauen Rahmen, zählt ja nicht. Ich hab's verkackt. Ich hab's so verkackt. Ich hab den grünen Toad verkackt. War auch. Ich hab auch recht. Oh, ich glaube, es gibt doch nur eine Gelegenheit. Ja, jetzt kommt der. Ach komm, jetzt kommt der. Ich glaube, es gibt doch nur eine Gelegenheit, wo das Foto wirklich perfekt ist. Oh, der Wickler, der hat so gerippt. Ja. Kardassia, der hat komplett reingerippt. Ich dachte noch, ich warte, dass der grüne Tod sich besser hinstellt. Aber. Das ist noch ein Fehler. Ich glaube, meins ist perfekt. War fast perfekt. Sieht halt den Ball mit. Ja, doch, der ist beim Schalke. 90. Oh, nice. Nein. Hey, wo ist das? Ah, das war auch da. Wo das erste war in der Nähe. Ja, ja. Ja, der Tod ist bei mir nicht da. Ah, da kommt der gerade. Warte. Nein, ah, meinst du scheiße? Falsch, ach, fuck! Scheiße! 73, okay, ja, ist noch okay. Beim Real Life kann ich überhaupt keine Fotos. Okay, nice. Aber das Spiel ist auch cool. Mhm. Ja. Und es gibt nur einmal die Gelegenheit, um ein perfektes Foto, glaube ich, zu haben. Ich glaube auch, ja. Also, Pokémon Snap ist besser. Nice. Nächste Runde! Okay. Ja. Das ist unsere erste Map, ja. Kommt der Stern in diese Boxengasse hier neben dem Start oder oben auf der alternativen Route? Oben, ne? Ja, der wechselt immer der zwischen... den zwei Runden oben, genau. Der ist immer da oben. Aber der wechselt ja immer also, die obere und untere. Ja, ja, alles klar, danke. Das finde ich eigentlich gut, das Prinzip. Dann ist der immer am gleichen Punkt so ungefähr. Ja. Man muss dann, wenn man den Stern hat, immer komplett wieder eine neue Runde laufen. Das ist gut gemacht. Aber da kann ich das Glück haben, dass er einmal wieder vor einen spawnt oder so. Ja, super. Wieder ein Schleichwürfel. Braucht jemand Schleichwürfel? Ich hab schon zwei, nee, danke. Ich hab das Gefühl, dass es wieder Maps gibt, wo halt bestimmte Items häufiger rausgehauen werden. Bei einer Rennstrecke, ja. Will man den anderen ja ausbremsen, ne? Da. Ja, ich muss gleich schon was werfen, einfach. Haben das eine Kacke? Vielleicht. Mal gucken, ob ich den Stern bekomme. Yo. Als ob. Oh, eventuell bringt das wirklich was, wenn man den auflädt. Wo ist jetzt der... Hier, ne? Oben ist der Stern, ne? 11, ja. Nee, unten. Hätte klappen können, Hanni, ne? Hätte klappen können. Aber jetzt muss die arme Hanni wieder den Stern einmal ablehnen? Oh, nee, nee, ich lehne ihn nicht ab. Hanni hat diesen coolen Würfel. Ja, ich überlege, ob ich den jetzt einsetze. Oder nicht. Ja. Zumindest würde Sinn machen, theoretisch. Wenn halt ein Partner kommt. Ich weiß halt nicht, ob... Vorbei, ne? Ich weiß halt nicht, ob
Das hat wirklich so. Ach, der fährt das Safe vorbei. Das steht halt da, also das wäre die Beschreibung falsch. Die Partner finde ich, glaube ich, ziemlich overpowered. Wenn du dann 2 Sterne kaufen kannst, gerade im Late Game ist das doch krass. Ja. Oh ja. Dann hast du ja wird gescampt, ja. Hier wird jeder gescampt. Okay, versuch was mal. Macht ja auch Spaß, gescampt zu werden. Man weiß es vorher. Jetzt bin ich gespannt. Dann fährst du auch in einem Buch wahrscheinlich auch vorbei. Ja, überall wahrscheinlich. Boah, wenn du Vollgas, der Würfel, der nicht anhält. Ja. Ah, okay. Jetzt sehen wir es ja, wo der anhält. Wenn der beim Buch anhält, genau. Dann hält er wahrscheinlich überall auch an. Sonst ja. Aber ich denke mal, der fährt jetzt durch einfach. Ja. Die Kamera kommt gar nicht mit. Fährt überall durch und wieder Schanzteil. Ganz weg. Oh nein. Bitte, nicht ich. Chance. Ich würde einen Stern nehmen. Ja. Ja, okay. Oh, nichts passiert. Gut, das war's. Oh, warum hast du keinen Stern, Karasso? Mann. So. Ich bin Bowser. Ja, ich bin Schreigeil. Und Hela, guten Abend. Schön, dich zu sehen. Hallo, Hela. Hi. Hallöchen. Riesenflucht. Ich kann mir mal nichts unter den Namen vorstellen. Okay. Mal nach vorne ausweichen, nichts seitwärts. Boah. Und nicht. Okay, ja. Bowser blockiert einen ja voll hier. Ich weiß nicht, ob der wirklich eine große Box hat. Ja, schon krass. Ich spring hier runter. Ich hab auch überlebt. Okay. Bowser hat eine große Hitbox. Ja, safe. Ja, also. Ist voll. Der drückt einen voll weg. Guck, wie schlecht der denkt und bleibt hier. Ja. Hier ist das sogar ein Vorteil. Ja. Was? Ja. Oh mein Gott, schläft noch. Geh weg, Bowser, bitte. Oh nein. Bowser, nee, echt. Das ist doch noch nicht fair. Hier ist so viel Platz. Na gut. Boah, die tauchen noch voll spät erst aufgesagt vorne. Die Kamera. Was? Oh mein Gott. Das ist ein Press. Die Stage irgendwann zu Ende oder loop die einfach. Ich muss irgendwo ein Ende gehen. Das ist endlos, oder? Ich weiß gerade nicht. Oh ja, mein Gott. Haben wir jetzt alle gewonnen? Ja, ne? Ja, ja. Wir sind einfach zu gut für das Spiel. Der Bowser hat safe eine größere Hitbox. 100%. Das ist komisch. Ja, man kommt halt, wenn man ein bisschen springt, kommt man wieder relativ schnell nach vorne. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man springt, dass man so ein bisschen Geschwindigkeit verliert, aber nö. Anscheinend nicht. Nächste Runde! Oh, Luigi kommt. Luigi. Hallo Luigi! Oh, der ist direkt bei Hanni jetzt, ne? Oder ist Hanni vorbei? Ist Hanni gerade Vierter? Ich bin vorbei. Warte, was macht er? Erhöht die Wahrscheinlichkeit für höhere Würfel. Ich bin gerade vorbei. Ist auch ja, okay, ich bin. Würde ich mich jetzt verarscht vorkommen, Honey? Ja. Okay, für den Stern brauche ich 19. Ganz anders. Der ganz langsame Boss. Boah, okay. Gut. Aufladen bringt was. Gefühl bringt da das. Da habe ich auch das Gefühl, da wirft man voll hoch immer. Ja. Also nicht immer, aber. Brauchst du gar nicht. Also das wäre aber irgendwie dumm, wenn das wirklich so ist. Aber wahrscheinlich ist das auch nur so ein Gefühl. Und Zahl.
weiß halt auch, ob das nur auf der Map ist oder auch auf den anderen. Auf, dann? Auf der Map würde ich es verstehen, weil das ja so eine Turbo-Map ist, ne? Ja, Geschwindigkeit stimmt. Geht und so, aber... Kann ich das auf YouTube hoch? Könnte die Party auf YouTube hochladen, ja. Wäre vielleicht sogar gar nicht mal so dumm. Hab ich den Würfel jetzt gekauft? Abonnieren und Daumen hoch. Nee, noch nicht. Ach nee, gekauft hast, dann... Ich bin jetzt abgezogen. Ja, ja, genau. Ich kann nur 3 Items tragen, sehe ich gerade wahrscheinlich, ne? Ja. Dann hat sich ja. Das eh erledigt. Alles klar. Ja, aber hättest du nicht das kaufen können und dann so einen Würfel wegschmeißen können? Normalerweise geht das. Okay, entweder bin ich verklickt. Egal. 13 Felder, komm. Let's go. Eine 1, eine 2 und eine 3. Oh nein. Ah, okay. Reicht. Nice. Warte, wo ist der jetzt? Brett ansehen. Oben. Wo komme ich denn drauf? Ich glaube, der ist unten. Er ist 13 oben. Felder. Ja, wo komme ich denn überhaupt hier drauf, damit ich dran angehe jetzt? Hey, ich wollte da nicht, warte, ich wollte da. Ich bin mit dran. Hey, der ist doch auch gerade oben. Hä? Ja, der ist hey, oben. Du warst nicht oben. Was? Okay. Ja, okay. Nicht das glauben, was Hanni sagt. Immer das glauben, was Hanni sagt. Ich wusste, wo der Stern die ganze Zeit war. Das hat mich nicht verwirrt. Also, es wird auch angezeigt, tatsächlich, bei so und so viel bis zum Stern. So, jetzt ist der Stern unten. Das glauben, was Blue sagt. Hm. Muss. Er bringt noch nichts. Das war oh, ich ja, ich hab den nochmal. Dieser Coupon ist ja echt overpowered hier. Das ist super stark. Ich meine 10 Felder hast du halt auf jeden Fall und dann ja bis zu 20, also 10 bis 20. Und nicht schlecht. Wen will ich beklauen? Ich muss ja schon fast Meters klauen. Ja, Meters führt. Ich kann es verstehen. Hätte ich auch gemacht. Auch wenn ich, ich hatte meine Augen schon auf Honey auch, so. Ich bin Dritter, hallo? Das ist das meiste Geld. Ja. Ah, okay, nur 9 Münzen. Jetzt halt so wäre, wenn ist halt okay. Sehr viele Coins da sind, dass man noch mehr Münzen kriegt, dann hätte ich vielleicht doch auf Honey gehen sollen, aber anscheinend passt es so. Das Spiel macht bisher viel Spaß, ja. Also die Map, die gefällt mir besser als jede Map aus Superstars. Also, die Map ist gut. Die ist ganz entspannt, finde ich auch. Einen Item-Tank auffüllen. Das jo. Horrorland war schon gut, Superstars. Ja, das Horrorland war gut, ja. Aber alle anderen, ja. Ja, was passiert jetzt? Was das ist jetzt der Item? Ah, konntest du jetzt ein Item da kaufen? Nee. Ah, nee, ich hab 10 Münzen gezahlt und bekomme jetzt 3-mal einen Doppelwürfel. Oha. Hey, dann geh ich gleich auch da lang. Genial. Okay, das heißt, wenn man viele Items hat, unten lang gehen und wenn man keine Items hat, oben lang gehen. Ja. Ich hab meine 10 Münzen wieder. Hattest du vorher keine Items oder wurden die ausgetauscht? Du hattest keine. Nee, ich hatte keine. Der füllt auf. Okay, alles klar. Dachelplattenwerfer. Wer ist allein? Spiel. Keine. Ich. Boah, weißt du, dass das dein Lieblingsspiel ist? Du Cheater. Weiß ich nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses Greifarm-Spiel.
Tetris. Ernsthaft? Ich wurde nach oben geschleudert. Echt Tetris. So ein bisschen. Bist du da gegen mich gesprungen? Nicht direkt zumindest. Okay. Aber du darfst halt den Stachel auf keinen Fall berühren, sonst bist du tot. Egal in welchem Winkel. Achso, er geht direkt auf den Yoshi. In die Lücke rein, ne? Schade. Langsam. Ich glaube, hier wäre ich unzerstörbar gewesen, wenn ich in die Lücke reinkomme. Nein! Sorry, Yoshi. Ja, bei dem Abstand. Achtung, Andi, es fällt runter. Ja, das ist auch schwierig für den Einzelspieler. Ja. Das fällt zu langsam, bis er bisschen schneller kann. Eins gegen drei Spiele irgendwie so ein bisschen unfair für den Einzelspieler. Dieser Greifarm ging irgendwie noch, aber alles andere war, war ziemlich schwierig. Nächste Runde. Ach, da steht's bei zwei Runden. Okay. So. Jetzt ist der Stern hier unten, oder? Nee, ach, oben ist er wieder. Unten. Unten kann das, ja. Unten, unten ja, jetzt sehe ich es auch. Danke, dass, dass ihr mir den Tipp gegeben habt. Okay. On-Off-Spiel war gut, wann sonst? Ja, stimmt, stimmt, da, da hast du recht, ja. Oh ja. Jetzt hat nur Hani keinen Stern. Ja. Aber du kommst auch gleich an. Aber ganz viel Geld. Oh ja. Aber du wirst uns ja nicht beklauen. Doch, natürlich. Jo, warum nicht? Sollen wir einen Pakt machen? Nee. Beklau, wen du willst. Ich bin gerade nicht Erster. Anzubieten? Ich bin gerade nicht Erster. Ich überlege gerade, ob das überhaupt schlau ist. Der wird mir dann jetzt zurückgeklaut. Ah. Jetzt sterbt aus Tausch in deinem Streck zurück. Das sage ich dir. Ich stehe nämlich auch kurz vom Buch. Ja, eben. Das lohnt sich ja. Dann verlieren wir beide Geld. Das bringt ja auch nichts, ne? Doch sicher. Ich klau so oder so gleich den Stern. Wenn nicht bei dir, dann bei Andi. Aber bei mir klaust du ja wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, beklau dich jetzt ja auch nicht. Bei dir klau ich nicht, was immer. Andi hat zwei. Ja. Ich klau nur, wenn ich beklaut werde. Ich komme auch an den Buhl noch vorbei. Dann hat Michas drei und das wäre dann wieder ungut aufgeteilt. Wir testen jetzt erstmal, ob, wenn man mehr Münzen hat, ob dann mehr geklaut wird. Ernsthaft? Das ist nur, es ist nur ein Test. Ich bin auf dem letzten Platz. Hallo? Ich brauche Münzen. Ich bin auf dem letzten Platz. Ich möchte testen, wie es ist. Das ist ja nicht persönlich. Das ist ja nur. Ich wollte es nicht, aber auch immer auf den meisten Münzen. Das wäre echt witzig, wenn das jetzt mehr als 10 sind. Oh, okay. Okay. Ja, okay. Da, dann gehe ich jetzt auch mal wieder auf die meisten Münzen. Achso, hast du den Balken voll gemischt, Honey? Nee. Ah, okay. Also, kein genau ehrlich, das finde ich unfair. Ich check jetzt zunächst. Okay. Was heißt zunächst? Ach, ich bin ich auf dem Versus-Feld. Ja. Let's go. Oh, Kampfspiel ist das, ne? Oder sowas? Keine Ahnung. Das ist so ein Kampfspiel. Das war ein super Saison-Kampfspiel. Okay. Let's go. Wenn er jetzt viel macht und ich verliere, dann kann ich alle den Stern klauen. Mindestens 10. Ich mach entspannt. Ja, das finde ich gut. Mindestens 10. Was ist das?
stimme die Reihenfolge. Ja, Glücksspiel, ich sehe es schon. Ja. Merke dir, welche Kombinationen nicht funktionieren. Ja, der anfängt, der hat ja schon mal eine richtige Arschkarte. Also der kann das Glück haben, aber kann auch mega Pech haben. Sie muss jetzt den Schlüssel probieren, ob der passt. Wenn er nicht passt, dann müssen wir komplett anderen random, oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ja, wahrscheinlich ja. Sind die Schlüssel alle unterschiedlich? Also der mit dem Kreis passt jetzt zum Beispiel nicht in die Mitte. Der könnte aber theoretisch auch links oder rechts passen jetzt. Ah, okay. Achso, ist so ein bisschen wie dieses. Die Frage, sind die beiden Kreisschlüssel auch anders? Das eine ist kein Kreis, das ist so ein Sechseck. Okay, ich war jetzt zu langsam. Ah, okay, ich hätte den jetzt auch in der Mitte noch ausprobieren können. Ja, das ist okay. Ja. Und ich dann den Kreisschlüssel cool. Nehmen und dann rechts hin. Ist halt ja, es ist ein, ne? Ein bisschen Taktik. Ja, ein bisschen Taktik ist drin, ne? Aber nicht viel. Du musst halt merken. Ja. Ja, das ist für mich schon hart. Na dann mal los. Ich bin dritter dabei. Ladies first. Du kannst halt aber direkt gewinnen, ne? So. Du kannst halt mega Glück haben. Stimmt. Jetzt geht alle in die Mitte. Die Frage war, ob alle in der Mitte passen. Ja. Ja, Andi hat jetzt 50-50. Ja, einer passt wahrscheinlich. Ist ja nicht gesagt. Vielleicht passt auch keiner, aber es passt einer. Okay. Hätte ja auch sein können, dass nur links und rechts irgendwas reingeht. Ja, hätte auch sein können. Oh, es geht sogar noch weiter. Ja, das Kampfspiel, es geht bis zum dritten Platz, da kriegen wir alle Geld. Außer jetzt immer. Jetzt alle die gleiche Tür. Jetzt hab ich 50-50, wenn er nicht passt. Ja, okay. Let's go! Danach hat Hadi 50-50, wenn ich jetzt verkacke. Ach, super. Scheiß okay. Glücksspiel. Jetzt hat Hadi 50-50. Jetzt ist echt Glücksspiel. Da ist so oder so die ganze Zeit ein Glücksspiel gewesen. Ja, ziemlich. Das ist wie dieses Bum-Bum-Bowser halt. Oh. Ja, toll. Okay, Mietas hat Glück. Da ist halt dieses Bum-Bum-Bowser-Spiel, ne? Ja, vom Prinzip ja schon. Ich hab falsche Schlüssel genommen. Ja, das kann halt passieren noch, ne? Aber das war's auch an Skill. Was geht weiter? Ach so, ich dachte, jetzt geht's noch weiter mit. Ja, okay. Geht es jetzt um die Platzierung oder ging es die ganze Zeit um der erste? Es geht um die Platzierung. Warum haben wir es dann zu Ende gespielt? Ich dachte jetzt, dass wir drei auch noch kämpfen. Wer dann Zweiter wird und dann. Ja, der erste wird noch der erste ausgespielt. Okay, oh, ja, ein bisschen habe ich bekommen. Alles klar. Ich setze mal so ein Ding jetzt hier ein. Auf einen richtig asozialen Punkt, wo man oft dran vorbeikommt. Auch einen Betrug-Emote. Alles klar. Gibt's du nicht? Den gibt's. Oh, ich komm gar nicht zum Buch, ich kann gar nicht schlafen. Komm. Ja, dann kann ich ja. Oh ne, ich bin ja schon vor dem Buch. Was? Ey, du kommst jetzt zu Luigi, ne? Hättest du mal den Stern geklaut, Cardassia. Aber ich komme später auf jeden Fall nochmal zum Buch. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht eventuell. Ja, jetzt hat Andi sich qualifiziert für Sterne klauen. Oh, ich krieg so 5 Münzen. Er schenkt dir auch noch 5 Münzen dafür, dass er dir hilft. Fair. Ist fair. Es kommt ein Minispiel. Es kommt ein Minispiel. Wieso? Ach, ich muss erst gegen ihn gewinnen, oder was? Nein, wer den jetzt kriegt von uns. Alles ach, das ist doch bescheuert. Ah, okay. Das ist doch bescheuert. Ja, gut, okay. Andi hat das Event schon getriggert. Du hast einen Startvorteil. Ich bekomme Vorteil, okay.
Partnerschaft mit Luigi kann sich lohnen. Und zwar aus folgendem Grund. Okay, das wissen wir schon. Würfel, okay. Außerdem macht man das mit ich, das Partnern so vieles doppelt. Das, genau, zwei Sterne. Okay, jetzt bin ich gespannt, was das für ein Spiel ist. Ja, was mein Spiel Vorteil ist. Which Server. Oh, jeder hat sein eigenes Minispiel. Oh. Es ist Custom, das ist cool. Aber es gibt keine Erklärung. Ich überspring mal nicht. Ja, nicht überspringen. Mhm. Das sieht voll cool aus, wirklich. So ein bisschen wie X-Mansion. Oh ja. Sieht so ein bisschen nach einem Glücksspiel aus. Mit so Türen, ne? Ah, jetzt kommt das. Oh, das ist geil. Oh. Das, was sie so eine Einleitung machen und dann diese Erklärung. Wie wo ist Profi? Ach, hier hinten sind so Rahmen. Und da müssen wir das reinstecken. Ah, okay, ja. Das ergibt keinen Sinn. Ah, es gibt doch ein falsches Teil. Das ergibt Sinn, ja, der Hammerball da ist falsch. Krieg ich das jetzt zurück? Okay. Ja, okay, ich weiß, wie es geht. Ich mach Und ich darf dann wahrscheinlich so ein bisschen früher anfangen. Na Leute, ihr könnt bereit machen. Ja. Let's go. Ich bin mir noch nicht sicher. Spieler mit Vorteil. Das erste Rätsel ist gelöst. Das, oha, okay. Das ist unfair. Bitte, du gehst jetzt einfach raus, oder was? Ja. Nö, der darf einfach im nächsten Raum schon mit. Gott, das ist voll der krasse Vorteil. Was? Das gibt mehr? Oh. Was soll ich machen? Wie krass soll der Futter sein? Ja. Oh, das ist doch bescheuert. Hallo, geh doch rein! Hä? Oh mein Gott, ich bin Erster. Wie richtige finden? Das ist auch komplett random, oder was? Das ist random. Ah, okay. Nein, ich bin dumm. Oh, ist das bei jedem der gleiche? Warum geht der nicht durch? Ach, ich muss da durchgehen. Ich will den Luigi aus. Was ist das? Ah, okay. Nein, das ist falsch! Was mache ich? Ich mach alles falsch. Ihr drückt doch! Oh mein Gott! Oh, das ist doch so ein Scheiß mit den Startpunkten. Das ist gut. Ey, das mit den Bildern, das kann ich nicht. Was denn jetzt? Ah, ja, an die Arzt da ist das. Das war doch nicht bei jedem die gleiche Statue. Ja, toll. Den Code eingeben. Oh, wie lange warum geht das Minispiel zu lachen? Ja, toll. Was will der von mir? Hä? Was? Alter, was? Wie schwer wollen die das machen? Ja, ich check's nicht. Ja, wieso? Was denn? Das ist bei jedem anders auch, ne? Kann der nicht drücken.
Achso, das ist falsch. Was? Das ist Beschuss. Ich check das nicht. Ich check das Spiel nicht, ne? Ende! Ja! Honey Hearts. Ja. Ich hab das nicht gecheckt am Ende, ne? Ist auch nicht, ist ehrlich. Allein das einzugeben, der Cursor geht so schnell. Du hattest eine Reihenfolge, die aufgeleuchtet ist und die musstest du eingeben. Ah, okay. Ich dachte, man muss das von links nach rechts eingeben. Ja, das kann ich eh nicht. Ich kann mir nicht, kann es mir nicht merken. Du musst das merken. Oh. Ja, ich kann das nicht. RIP. Die waren mir auch zu ähnlich, die Symbole. Jetzt hat sie Luigi, ne? Ja. Die hat diese ganzen Würfel, die kann so abkassieren jetzt. Gut, alle auf Honey ist confirmed. Bleibt der die ganze Zeit jetzt über oder verschwindet er auch irgendwann? Ich befürchte ja. Ich hab's mir verdient. Kannst du den nicht klauen, Andi? Wenn du jetzt an dir vorbeifährst? Weiß nicht, ich denke nicht. Okay, fährst du ja gar nicht an dir vorbei. Was war schon? Ich hab eben sowas gelesen. Wenn du an dir vorbeigehst, dann kriegst du den. Ach so. Ja, jetzt bist du aber an dir vorbei. Okay. Ich komme ja gleich nochmal an ihr vorbei. Ja, aber das. Hä? Ich glaube, da ist sowas gelesen. Ich weiß es wäre dann Quatsch, so ein langes Minispiel zu machen, nur damit man den direkt klauen kann. Drei Runden. Okay, bleibt drei Runden. Ah, okay, okay. Ich dachte auch, dass man das mit den Statuen bei den anderen abgucken kann, aber war anscheinend dann doch anders bei den anderen. Jo. Jetzt macht er den Würfel noch höher, oder was? Ja, Luigi. Ne, hat er nicht geschafft, oder? Ja, er hat geklemmt. Ja, er hat's verkackt, ne? Klar. Aber dafür gibt's einen Zehner. Dafür gibt's einen Zehner, auch gut. Ein bisschen weiter nach vorne. Zwei Sterne kaufen, ne? Super. Dann ist Honey wieder im Rennen. Sie ist da sogar Erste. Aber doch nicht. Nee, nicht ganz. Du bist Erste. Aber du bist Erste. Sie ist auf jeden Fall wieder dran. Ja. Nicht der Leuchterei. Wow. Okay, hat man irgendwie eine Anzahl an Leben? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, wahrscheinlich hat man drei Leben, denke ich mal. Zwei oder drei, ja, okay, alles klar. Okay, das wird hardcore. Ja. Vor allem mit vier Leute leben. Oh ja. Wie soll das gehen? Hallo! Ja, wie soll das gehen? Das ist ja voll random. Das ist voll random gewesen. Das ist Ja, es ist nicht ganz random, aber es ist halt schwierig. Hat Luigi bestimmt wieder geholfen. Oh, das war so ein Doppelspiel. Ja, kommen die auch irgendwie random, oder? Wieso war das jetzt so ein Bonus? Die Doppelspiele kommen random, ja. Okay. Ich geh mal ganz schnell auf Toilette. Okay. Alles klar. Jo.